Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal Edles Vibe. Diesmal wieder aus dem Livestream mit dem Excel. Servus! Ja, wie gesagt, direkt wieder aus dem Livestream raus. Und zwar geht es heute zu Fritz Meinecke, meine lieben Freunde. Und zwar gibt es da ein Video, das nennt sich Eine Nacht im Iglo. Eine Nacht im Iglo. Ja, das werde ich mir mit dem Excel heute anschauen. Und nur noch eine ganz kurze Info. Link ist unten in der Videobeschreibung in der obersten Zeile. Seht ihr direkt, könnt ihr gerne beim Fritz vorbeischauen und lasst mir gerne ein Abo da und dem Video natürlich ein Däumchen und was auch immer. Ist auch gerade in den Trends drin. Ja, ansonsten würde ich sagen, switchen wir mal um und schauen mal rein. Edles Vibe natürlich auch immer gerne abonnieren, kommentieren und sabotieren. Nee, das nicht, aber na gut. In diesem Sinne würde ich sagen, 3, 2, 1, los geht's. Ich freue mich. Bin sehr gespannt. Ist mal was anderes auch. Oh ja. Hey Leute, ich bin's Fritz. Es startet ein neues Winterbiwak. Diesmal zum Glück nicht so katastrophal wie das erste. Es schneit schön, es ist kalt. Ich muss dazu sagen, Winterbiwak, kann ich gleich mal was erzählen. Und zwar hatte ich selber bei der Bundeswehr 3 Tage draußen im Winterbiwak. Ich fand's nicht so geil. Ja. Wollte ich gerade sagen, hab mir sagen lassen von meinem Bruder, er ist nicht so toll. Nee, auch dieses Ganze, also dieses Ganze mit dem Zelt und alles, aber naja, lass uns hier reinschauen. Rein. In den Schnee. Wir werden heute auch wieder draußen übernachten, also legt euch zurück. Er ist schon krass. Und genießt ja dieses Abenteuer. Er ist schon wirklich krass. Links schon mal zu sehen, ja. Eine wahre Legende, der hier auch mal wieder in meinem Video zu sehen ist. Heute hier in wunderschönem Schneeflecktarn von der Bundeswehr. Niklas auch dabei, heute in komplett Oliv. Und da hinten ist Erik, den seht ihr nachher noch. Der ist nämlich gerade pinkeln. Ich habe etwas vor auszuprobieren, weil ich ihn gesehen habe. Und zwar eine, ja, nennen wir es Survival-Not-Schneehöhle. So eine Art Iglu, aber in Mini. Ja, vielleicht passt der Schnee. Ich habe auch eine Schneeschippe wieder mit dabei. Wir gucken mal, wie wir heute übernachten. So, hier ist auf jeden Fall noch ein kleiner Wanderweg. Der ist natürlich noch geräumt. Wir werden uns aber gleich schön hier in den Wald reinschlagen. Und ihr seht schon, hier sind die Bäume noch intakt. Das heißt, hier können wir wirklich in den Wald rein. So ist der Plan für heute. Und da muss ich jetzt blöd fragen, was heißt das? Hier sind die Bäume noch intakt? Da können wir in den Wald rein? Ich glaube von der Sicherheit hergegeben der Bäume. So, glaube ich, das zu deuten. Ach so. Ja, ich verstehe, was du meinst. Alles klar. Wir haben auch noch 2 wichtige Sachen zu klären, Freunde. Zum einen wurde von euch gesagt, warum ich die Socken denn nicht einfach draußen getrocknet habe. So machen die Eskimos das auch. Dann gefriert das Wasser in den nassen Socken und man kann es einfach abschlagen. Das werden wir austesten. Und was? Jo. Das soll funktionieren? Ja, also wir werden sehen. Also ich bin gespannt. Du hängst die Sachen draußen auf, lässt sie vereisen, schlägst ab und dann ist es trocken. Also da, und dann auch die große Frage, Warum hast du im ersten Winterbiwak denn kein Feuer gemacht, um deine Socken und Schuhe zu trocknen? Dazu später auch mehr. Aber als allererstes werden wir uns jetzt einen kleinen Platz suchen, wo wir unser Lager aufbauen. So, Bommel, die alte Großfresse, meinte gerade, 11 Kilo wiegt sein Rucksack. Naja, wir gucken mal. Letztes Mal hatte ich 20. War damit der leichteste. Ich bin gespannt, was die Jungs dabei haben. Wir machen wieder die große Wiegesession. Oh, geht? Wie beim letzten Mal? 20. So, jetzt kommt der Spitzer. 20 Kilo, ist natürlich ordentlich. Ich habe noch ein bisschen Feuerholz mit. Niklas ist bei Alter. 24,5. 24,5? Ich sag, Bommel stattlich ist bei 20. Ganz schön zu schleppen, du. Du meintest 11, Bommel. Ja, 11 am Anfang. Ja, das war unrealistisch. Das war jugendlich leichtsinnig. 21. 21 um 10 Kilo verschätzt. Huiuiui. Auch ganz nicht schlecht. Ja. Erik ist bei 17, sag ich. Und was haben wir hier? Respot? Welcher ist das? Ja. Aber es ist halt auch geil. Die sind zu viert. Das macht halt auch Laune. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Eine dufte Truppe. Ja, finde ich auch. So. Heute mit Bach. Aber diesmal sich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich, wäre das das absolut, also dadurch, dass ich auch bei der Bundeswehr schon mal Biwak gemacht habe, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn es draußen kalt ist, Schnee ist, Wind geht und du bist durchnässt. Dieses Durchnässte, einfach wenn ich das Wasser schon sehe, ich bin ja so ein absolutes Weichei, ne? Da fröstelt's gleich. Also Weichei, na gut, Weichei ist jetzt auch falsch, das ist Käse, aber so ein Warmduscher bin ich halt, ne?
Du bist halt, sagen wir mal so, du bist halt witterungsempfänglich. Ja, ich bin Fußbodenheizungsmensch. Und Standheizungs im Auto haben, Mensch. Ach, doch, so einer. So einer bin ich. Aber hier könnte man sich später vielleicht. Es gibt lieber ein bisschen wärmer wie zu kalt. Wasser holen. Braucht man keinen Schnee. So, ich probiere jetzt einfach hier mal was aus. Frieren tut ja auch weh. Diese Schnee-Iglu-Höhle. Ja, natürlich. Ja, ob der Schnee reicht, weiß ich nicht. Aber wenn ich wagt. Mit dem bisschen Schnee eine Iglu-Höhle. Ja. Oh, hier ist schön. Doch, hier könnte es was werden. Ich muss nur aufpassen, bis wo hier das Ufer geht. Also, zweites Raincover. Alles dicht machen. Okay. Warum jetzt ein zweites Raincover? Gute Frage, ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich weiß, was er macht. Ja, er schaufelt. Ah, er nimmt das als Luftraum, ne? Also ja, darum. Ja, das ist natürlich nicht doof. Wie sieht das Ganze bisher aus? Quasi als Platzhalter dafür, dass du schon und mal. Jetzt will ich quasi das schon mal drinnen einen Hohlraum hast. Und das Ganze dann immer weitermachen, dass ich wie so eine Art Kokon habe. Kokon. Ich würde sagen, der Schnee backt an sich schon ganz gut. Ja, ich habe das hier schon wie so eine Iglu-Form gemacht. So, jetzt kommt eigentlich der spannende Teil. Ob alles zusammenbricht. Batsch, alles zusammengefallen. Oder nicht. Ah, das scheint frischer Babschnee zu sein. Ja, der ist gut. Aber ist natürlich echt nicht blöd. Ist natürlich echt geil. Schlau, ne? Bisher funktioniert's. Also, wenn ich mal das nächste Mal im Wald ausgesetzt werde von meiner Frau und im Schnee übernachten muss, dann habe Rucksack dabei, weil ich auf jeden Fall nicht mehr in die Klo baue. Kleines Update, bis hier vorne, an die Kante. Ich glaube, es wird langsam. Und ich glaube, da drin wird es auch ziemlich warm sein. Vielleicht ist es auch mein eigenes lebendiges Grab, was ich mir da schaue. Also was wichtig ist, glaube ich, ist, du bist geschützt vor Wind. Handschuhe werden übrigens auch überbewertet. Oh, Fritz zieht da nicht so doll. Hey, gut, da muss er halt nochmal ran. Scheiße. Ich sehe es schon kommen, dass das ganze Ding gleich einstürzt. Egal, wir machen weiter. Zu geil. Freunde, mir ist so warm. Es muss halt ein bisschen fest. Ich muss gerade erst mal was ausziehen. Festrammeln. Mittlerweile ja. Sieht das Ganze ja so aus. Oh. Schön krass. Ah, sieht gut aus. Aber muss natürlich auch 2 Meter ziehen, ne? Ja, ne, klar, du brauchst schön ein bisschen Zeit, um das da ordentlich zu basteln. Oder 1,80 Meter oder wie viel? Und guck mal, wie viel Schnee da schon weggeschaufelt hat. Oh, ja. Oh. Jetzt bin ich ja gespannt. Ach, das hält, oder? War ja schön. Also, sieht ja gut verdichtet aus. Ich würde mich interessieren, ob jetzt wirklich der Rucksack nicht nass ist. Das würde mich echt mal interessieren. Oh, lol. Ich denk, das ist aber eng. Geil. Das an. Oha. Es hat sehr gut funktioniert. Allerdings. Oh, der will ja doch nicht rein. Es ist richtig klein. Der wird noch ein bisschen. So, jetzt heißt es. Noch ein bisschen aushöhlen, denke ich mal. Ah, deswegen so dick. Ja, ja, verstehe. Alles klar. Ey, Alter, wir werden hier gerade zu den Survival-Profis, ne? Sag ich dir. Also beim nächsten Skiurlaub vielleicht sowas mal machen? Ja, wenn ich die Skier mal zack in die Piste stecken hier und dann werden wir erstmal ein Iglo bauen am Rand. Und sag dann zu meinen Kollegen, so Jungs, morgen wieder selbe Stelle hier, ich warte hier, ich bleib hier. Halt die Stelle. Also, aber es ist schön heftig, also es ist schon geil, muss man ganz ehrlich sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte auch echt mal Bock drauf. Also auf sowas hätte ich auch mal Bock. Das würde ich wäre ja sofort dabei, sowas würde ich auch mal machen. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Ne? Ich stelle mir das einfach, ich sag mal, wenn es nichts ist, kann man ja immer noch sagen, ja gut, dann halt das nächste Mal nicht. Genau. Aber es ist halt, ich glaube halt auch, wenn er dann da drinnen ist oder da drinnen liegt, ich glaube aufgrund dessen, er hat ja auch eine gewisse Stärke,
wird das schön warm sein da drin. Ja, es zieht sich hier gerade. Also theoretisch müsste die Körpertemperatur, müsste sich das so, ganz gut, ne? Wenn man Profi ist, dann aufheizen. Hat man komplett einen Gore-Tex-Anzug an, der quasi richtig schön wasserdicht ist. Hab ich jetzt nicht, dementsprechend. Oh nein, oder? Sprechend. Oha. Das sieht meine Kleidung halt auch so aus, ne? Aber das kennen wir ja schon vom anderen Winterbiwak. Das trocknet im Schlafsack, man kennt es. Ja. Oh nee. Es war halt schon wieder dumm. Aber egal. Wichtiger ist. Also da muss ich sagen, Respekt an Fritz, da wäre bei mir der Tag vorbei. Du also, wirst dann schon dastehen und bibbern, oder? Dass mein Iglo langsam Form annimmt. Was machen Sie hier eigentlich? Das ist schön. Ja, es ist halt schön, ne? Du bist halt was machst du auf die Knochen. Ich reinige mich ein bisschen von dem. Der hat so einen richtigen Gore-Tex-Dings hier an. Tatsächlich meine Kleidung, wenn du mir sagen. Das ist natürlich geil. Freunde. Da kommt halt auch gar nicht durch. Ich hole mir auch so einen Gore-Tex-Anzug wie Bommel für die nächste Wintergeschichte. Kleine Info dazu: Das Ding gibt's nicht auf dem Markt zu kaufen. Also, ihr braucht nicht fragen nach irgendwelchen Links oder sonst was. Das ist nicht für den zivilen Markt bestimmt. Okay. Das ist nämlich für die Bundeswehr-Spezialanfertigung. Und naja, wenn man halt wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, dessen Nachbarn wieder einen kennt, dann hat man halt Glück und kann sowas sehr, sehr kostengünstig. Aha. Aber ja. Ah. Krass, krass, krass. Bommel, wie ist es da drin? Ja. Schrei mal richtig. Ist jetzt da reingekrabbelt? Ja. Jo. Alter. Ich vermute noch was, dass es mit der Niesewanne ganz schön knorrig drin wird. Wird eng, ne? Ich bin komplett durch. Klamottentechnisch vom Kopf her, man sieht es auch schon an meiner Kopfbedeckung. Scheiße. Ich habe jetzt nochmal richtig schön den Schacht erweitert. Boah, weißt du, an welchen Film mich das erinnert? Oh, wie hieß denn der mit Leonardo DiCaprio? Titanic? Nein! Der letztens erst kam. Der ist noch nicht ganz so alt. Der ist auch schon 1, 2, 3 Jahre alt. Aber. Ach, du meinst, wo der hier auch Bart. The Revenant. Hieß der Revenant? Ja. The Revenant. Der war, der irgendwie, keine Ahnung, erinnere ich mich gerade an diesen Film, wenn ich das hier sehe. Jetzt gucken wir mal, ob die Bockwurst in der Turnhalle reinpasst oder nicht. Krasser Film. Hä? Oh ja, da ist schon Luft halt, ne? Schmeiß mal her, das Ding. Boah, guck dir das an. Gut aus, Freunde. Ja. Tatsächlich. Die Frage ist, ob ich hier mit Isomatte und Schlafsack reinpasse. Ich habe es gerade nochmal richtig schön ausgemacht. Ach klar, oder? Und ja. Sieht gut aus. Umso weniger Platz hier drin ist, umso besser wärmt sich das Ganze auf. Müsste passen. Dann werden wir nachher mal gucken, wie die Nacht wird. Sag mal, wie hieß der? Bommel, ne? Bommel. Chat, ihr seid gemein. Also ganz ehrlich. Chat hat geschrieben, hätte er lieber Bommel eingegraben und rausgezogen. Das ist gemein, Chat. Also ganz ehrlich jetzt. Das wäre aber nicht. So, ja, das wenn ich erinnern kann, das sind oh Mann, 1:1 die Socken, die ich beim letzten Mal hier klitschnass waren. So, hier. Ach so, jetzt kommt der jetzt kommt der trocknet im Dingstest. Da bin ich ja gespannt. Ganz viele von euch haben mir geschrieben, hängen die Sachen einfach draußen hin, denn bei Wind und selbst Minusgraden trocknen die Sachen. Angeblich machen das die Eskimos so, ja, das wird dann quasi zu Eis und dann kann man es einfach rausschlagen. Ich glaube da nicht so dran, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber wir machen jetzt das einfach das These, Experiment. Oder? Stellt euch vor, Biwak nicht. Nummer 1, was wir hatten, Business. Ich hätte die Sachen draußen über Nacht aufgehangen. Das machen wir jetzt. Ich meine, klar, Wasser, das gefroren ist und du schlägst es dann ab, ist ja von den Socken weg. Aber, genau. aber dass sie denn dann trocken sind, also das können wir beim besten Willen nicht vorstellen. Ob wir hier trockene Socken haben, ob die vereist sind oder immer noch klitschnass. Zweite Sache, die oft von euch geschrieben worden war, und zwar, warum hast du denn kein Feuer gemacht? Kurz und simpel gesagt, es war zu wenig Zeit und die Gegebenheiten waren nicht optimal. Ja, Feuer, Fritz, was ist mit dem Feuer? Ja, vielleicht hätte man es geschafft. Ein Meter Schnee, vereistes Holz. Ich habe einfach die Priorität in mein Nachtlager gelegt, weil ich wusste, im Schlafsack bin ich zumindest mal gewärmt und das funktioniert definitiv. 2 Stunden Tageslicht, deswegen auf Feuer verzichtet und gesagt, rein ins Nachtlager. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre so lost. Also ich muss mehr Videos von Fritz gucken, ohne Witz. Wenn ich mal in der Wildnis bin, es wäre das allererste, was ich machen würde, wäre Feuer. Ja, aber ich glaube, ja, das gut. Ist auch nicht verkehrt, oder? Das, ja, weiß ich nicht. Ich sag mal, er hat ja schon die gewisse Erfahrung mit dem ganzen Survival und Überleben, allem drum und dran.
Ich fände es mit ihm mal geil, so ein Survival-Camp. So, ne? Da kommen wir leben nicht raus, Alter. Ohne Witz. Da kommen wir nicht leben raus. Nee, da kommen wir nicht. Auf keinen Fall. Aus Sachen, die man sich easy irgendwo verkaufen kann. Ach, hier. Zum Frühstück. Y-Food-Partnerschaft. Ja, bisschen Y-Food. Dann Mittag eine kleine Brotzeit, Vitamine mit dem Apfel, kleines Vollkornbrötchen. Und hier eine Dosenwurst. Zum Abend ein bisschen was zum Aufkochen. Ein paar Nudeln. Für zwischendurch ein paar Snacks, zum Beispiel Beef Jerky. Nüsse sind sehr gut, so eine Nussmischung, perfekt. Mit Rosinen, gute Kohlenhydrate. Nüsse mit Früchten und zum Trinken noch ein bisschen was. Und zwar heißer Holunder mit Vitamin C und Zink. Und hier so ein isotonisches Pulver. Ja, kann man auch in Tablettenform im Supermarkt kaufen. Und das ist es quasi auch. Und es kommt halt immer auf die Tour drauf an. Ich nutze natürlich auch gerne mal sowas wie irgendwie... Das ist aber nicht viel zu essen. Nee, aber ich denke mal, das reicht. Das ist genau das, was dein Körper dann in dem Moment eigentlich braucht. Und das... Aber guck mal, wenn du gerade da draußen so weitertechnisch so unterwegs bist, verbrennst du, glaube ich, bedeutend mehr Kalorien. Also ich weiß, bei der Bundeswehr, die E-Pass, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die haben irgendwas um die 6000 Kalorien oder sowas. So ein E-Pass, okay. Das ist ja ein Paket für einen Tag. Ja, ja, ich weiß. Und die haben, glaube ich, 6000 oder 8000 sogar, oder ich weiß nicht genau, ich will mich da jetzt auch nicht drauf festnageln. Kalorien, weil man ja davon ausgeht, der Soldat im Kampfeinsatz... Ne, der verbraucht ja unfassbar viel Energie. Ja, gut, das stimmt, das ist richtig. Aber wenn vor allem, du wirst sterben mit der Ration. Ja, davon. Das wäre für dich auf dem hohen Zahn. Würde nicht lange halten. Aber ja. wenn wir das hier mit Fritz vergleichen, ich glaube, die Anstrengung oder das Anstrengungslevel ist bei ihm dann. Schon geringer. 4000 Kalorien hat das Ehepaar. 4000 hat das Ehepaar. Okay, alles klar. Also 4000 Kalorien. Gut. Aber das ist ja trotzdem schon viel, 4000, ne? Hm. Und die Panzerplatten, das sind diese Kekse von der Bunde. Die Kekse, da gehst du eine Woche nicht keckern, ey, sag ich dir. Das ist die habe ich so gerne gegessen. Hier getrocknete Nahrung. Wenn die mein Bruder mitgebracht hat. Das ist jetzt mal eine Basic-Variante. Wollte ich unbedingt mal ausprobieren, damit auch ihr das vielleicht mal easy nachmachen könnt. Einfach in den Supermarkt fahren und die Sachen kaufen und rausgehen und das Abenteuer erleben. Ja. Sehr cool. Wir haben gerade Feuerbox angemacht, trocknen hier ringsrum noch ein bisschen. Ja, ist natürlich wirklich schwierig, trockenes Holz zu finden, ist ja klar. Ne? Ja. Und da drüben spalten wir das Ganze ein bisschen, damit wir an den trockenen Kern rankommen. Es funktioniert ganz gut, aber es ist natürlich jede Menge Arbeit. Und man sieht es hier schon wieder. Das Feuer dann nur erstmal anzubekommen, das damit hier ist meine ja schwierig. Isomatte ein bisschen hier nebengelegt. Schön am Feuer. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Die Klamotten sind ja schön am Abdampfen, trocknen so langsam vor sich hin. Ist ja alles klitschnass vom Iglu-Bau. Ja. Wie gesagt, Niklas hat ja diese Fackeln mit. Da haben wir ein paar zerschnitten. Und die jetzt Zunder zu nutzen, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die brennen recht lange. Und jetzt sind wir hier schön am Genießen. Ja, ja, ja. Alles klar. Ich bin jetzt hier drin. In meiner Schneehöhle. Es ist wirklich sehr eng. Wenn ich mich drehen will, habe ich hier oben mit meiner Schulter noch so gefühlte 5 cm. Also Learning fürs nächste Mal. Ein bisschen mehr Platz wäre echt nicht schlecht. Bisschen mehr in den Rucksack packen. Blick nach hinten. Ja. Ja. Also ungefähr so eine Handbreite habe ich noch frei. Ich schlafe auf jeden Fall mit dem Kopf nach vorne, damit ich ein bisschen Frischluft kriege und zur Not auch raus kann. Ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, das ist wichtig, ne? Ja. Nur noch über Nacht halten. Was? So, wir haben es jetzt 22.46 Uhr. In diesem Sinne würde ich sagen, gute Nacht und mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Bin gespannt, wie er genächtigt hat. Oh. Freunde, 4.20 Uhr. Hab es eben jetzt geschlafen. Ich kriege meine Augen nicht aufs Held. Obwohl man ja sagen muss, 23, das sind ja trotzdem 5,5 Stunden, ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Wenn er die jetzt so durchgeschlafen hat. Nee, läuft alles soweit. Ist angenehm warm, schön windgeschützt hier drin. Hier ist auch noch alles da. Ich bin hier drin schön geschützt. Schneegestöber. Hier draußen. Krass. Ist wieder herrlich am Schneien, Freunde. Boah. Ey, was hat denn der für eine Taschenlampe, Alter? Survival-Taschenlampe. Die kleine, da kann es nicht sein, oder? So, wir haben es 7.37 Uhr. Es wird langsam hell. Ich stehe immer noch so eine halbe Stunde
Dann haben wir wieder richtiges Tageslicht. Scheiße. Der Biwaksack ist festgefroren. Ach, du Eimer. Zu geil. Heftig. Sieht aber geil aus. Ist alles schön eingeschneit hier wieder mal. Krass. Herrlich, herrlich, herrlich. So, oh, eine Sache können wir direkt mal auflösen. Jetzt. Stolper, jetzt geht's besser. Das ist geil. Kurze Frage. Eure Idee mit den Socken. Hat das eigentlich funktioniert oder was wollen wir jetzt damit machen? Wie war jetzt euer Plan? Also man drückt das jetzt hier raus oder was? Ausklopfen, Fritz. Alter, die sind hier komplett. Und noch Knüppel, oder? Stocke steif. Jetzt stellt euch vor, ich hätte meine Socken gut, draußen. Gut, ist ja klar, wenn die gefroren sind, ne? Alter. Ja, na klar. Aber kommst du doch nicht rein. Nee, ach. Kannst du nicht anziehen. Das wäre tot gewesen. Hier kommst du mit den Füßen nicht mal rein. Hier, ich krieg das nicht mal auf. Oh. Oh nee, Alter, ohne Witz. Hier kannst du auch irgendwie kein Eis rausklopfen oder irgend so ein Quatsch. Also, ich sag's euch ganz ehrlich, vielleicht funktioniert das bei den Eskimos bei irgendwie minus 30 Grad. Aber... Keine Ahnung. Das wäre also, eine absolute Nullnummer gewesen. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das geht. Ah, also, geil. Da wird es wahrscheinlich das so sein, dass bei den Eskimos das bestimmt eine ganz andere Kälte als wie bei uns hier. Das sind deine Schnürsenkel. LOL. Das Lager von Erik und Niklas. Erik ist nämlich schon wach. Boah. Oh. Krass. Guck, die haben zu zweit in so einem Zelt hier gepennt. Gemütlich. Wir schauen mal, wo Bommel hier sein Unwesen treibt. Ah, guck mal an. Herrlich. Aber die bleiben auch nicht zusammen, da liegt jeder in einer anderen Ecke vom Wald, hä? Wahrscheinlich so ein bisschen, ja. Na gut, hat vielleicht auch jeder einen anderen Schnarchpegel. Naja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, also, da wäre ja schon mein zweites Problem. Ich würde mir in der Hose scheißen, da irgendwo mitten im Wald. Wenn ich da unterm Zelt liegen würde. Ich würde da definitiv bei den anderen schlafen, aber sowas von. Oh, das einmal zu erleben, was gebe ich dafür? Also nee, Wald im Dunkeln, Wald ist nichts. Oh, hier, der pennt hier. Baumarktplan in Weiß. Der hat auf jeden Fall gut geschlafen, wie es aussieht. Plan, muss ich sagen. Ist cool, hat was. Der Rucksack ist wieder gepackt. Ah, hier nochmal ein letzter Blick. Aber sieht geil aus. Aber wir machen mal einen kleinen Belastungstest. Ich glaube nicht, dass es hält, aber wir probieren es einfach mal aus. Okay, krass. Okay, ich dachte, es hält vielleicht noch. Ja gut, so dick ist es jetzt auch nicht. Sehr gut. Nee. Die Schneeschicht muss gar nicht so dick sein. Wenn man das gut verdichtet und ausschabt, dann hält das. Wirklich eine geile Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Vor 2 Jahren habe ich schon mal ein Iglo-Video gemacht, das aber völlig in die Hose ging. Deswegen umso geiler, dass ich es jetzt endlich geschafft habe und alles funktioniert hat. Die Rucksäcke sind geschultert und gepackt, ordentlich mit Ausrüstung beladen. Freunde, ich hoffe, das zweite Winterbiwak in diesem Jahr hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen nach oben, schreibt gerne eure Ideen in die Kommentare, sehr geil, was ich im Winter nochmal so ausprobieren soll. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr cool. Also muss ich sagen, war ein geiles Video, war eine coole Erfahrung gewesen. Definitiv. Ja, definitiv. Hat mir sehr gut gefallen. Also, ich will morgen im Vorgarten Dings bauen, ne? Weiß Bescheid. Ja, Insta-Story in Kami? Auf jeden Fall. Nee, aber heftig. Ja, wie gesagt, schaut gerne bei Fritz vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten lasst gerne ein Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Schreibt in die Kommentare, was wir uns da anschauen sollen. Und ja, bis dahin. Tschüss und ciao. Ciao.